Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen House Review in Final Fantasy 14. Heute gucken wir uns das Haus von Morrowind Moonshadow an. Das Haus von Morrowind Moonshadow befindet sich auf dem Server Lich, Lavendelbeete, 14. Bezirk und das Haus Nummer 24. Ist ein kleines Haus und wieder einmal haben wir Speak Friend and Enter. Jawohl. Wir gucken uns zuerst natürlich, wie immer, den Garten an. Und uns begrüßt auf jeden Fall schon mal gleich ein Gehilfe, der vermutlich was zu verkaufen hat. Ja, ein bisschen was haben wir zu kaufen. Verkauft auf Kugane. Ja, passt, einwandfrei. Hier links den kleinen Teich mit dem Ätheriten mit drin. Ich finde es schön, wie man die Ätheriten immer ein bisschen mit... ja, einbaut quasi, ne, und nicht einfach nur in der Ecke stellt. Das finde ich immer ganz gut. Wir haben hier wieder dieses Blumenladen aussehen, sage ich jetzt mal. Glaube ich, das ist schon so, ja. Hier ein paar Bäume, hier den Garten, das Beet und hier eine kleine Veranda. Das ist auch sehr schön gebaut tatsächlich. Die Veranda extra und dann eben mit dem hier drüben. Was sind das? Zwei ineinander? Unten zwei in... Moment. Ich glaube, es sind zwei ineinander tatsächlich. Aber es sieht cool aus. Hier hat man einen schönen Blick, eine schöne Aussicht. Hat sehr gemütlich zumindest. Passt. Ja. Garten ist okay. Hätte jetzt vielleicht... ja, hätte ich hier vielleicht... Wiesweg oder so Steine, die den Weg quasi so ein bisschen andeuten dorthin. Würde mir persönlich immer gut gefallen. Weil hier ist ein bisschen leer. Meiner Meinung nach. Wir können mal ein bisschen was machen. Aber nur denn. Wir gucken ins Haus hinein und schauen, was uns hier erwartet. Bestimmt etwas sehr Cooles. Oh, okay. Oh. Schon mal sehr cool. Die Aquarien hier dahinter gesetzt. Dass es auch komplett aussieht wie ein einziges Riesen-Aquarium. Das müssten ja eigentlich... ja, es sind zwei nebeneinander, nicht wahr? Ich glaube, es sind zwei nebeneinander. Ja. Dürften zwei nebeneinander sein. Aber das ist auf jeden Fall cool. Hier oben ein paar Bilder. Okay. Ein bisschen wie ein echt schöner Eingang. Es ist echt ein schöner Eingang. Tatsächlich. Ah, hier ist das Diarium. Perfekt. Schöner Empfangsbereich tatsächlich. Fällt mir tatsächlich auch sehr gut. Also hier oben ist sehr schön. Hier oben ist wirklich sehr schön. Toll. Hier auch noch ein paar Bilder. Sehr einladend. Muss ich wirklich sagen. Sehr einladend. Wir gucken mal nach unten. Und hier haben wir... oh, okay. Das ist natürlich eine sehr gute Idee. Leiterpuppe. Hier dahinter gesetzt. Ja, schade, dass das hier ein bisschen rausbackt, ne? Ein bisschen rausklippt. Aber an sich eine sehr gute Idee. Hier so einzubauen und die hinter einer Vitrine hat. Persönlich stört das Klippen immer ein bisschen, aber gut, das kann man einfach nicht anders machen. Und Speer muss natürlich damit dazu, ne? Schwierig, schwierig. Aber an sich sehr gute Idee, sehr, sehr gute Idee. Und wow, also hier kann man sich's echt gut gehen lassen. Bild, das habe ich glaube ich noch gar nicht. Aber auch hier wieder das Bett oder die Couch hier mit eingebunden. Ist sehr schön. Sehr viele Bücher, das muss sein. Schönen Kamin. Schöne Sitzecke. Alles in einem Stil mit dem Blau und dem hellen Boden.
Also das Haus hier innen drin ist wirklich sehr stimmig. Sehr schön und sehr stimmig. Finde mir tatsächlich sehr gut. Und vor allem das Heavensward-Thema an sich. Sehr schön. Ich finde ja persönlich, das Heavensward war eines der besten Add-ons, wenn nicht das beste Add-on für mich persönlich. Auch wenn das nicht, natürlich nicht heißt, dass Shadowbringer schlecht ist, um Gottes Willen. Aber Heavensward fand ich persönlich etwas besser. Und deswegen gefällt mir das hier jetzt wirklich sehr gut, dass das Heavensward-Thema wieder ein bisschen aufgreift. Gefällt mir tatsächlich sehr gut. Hier mit dem Schwert und Schild auch. Cool. Wow, sehr cool. Okay, lass uns ins Diarium schreiben. Sehr, sehr cool. Don't jump into the abyss. It hurts. Cool. Grüße von Nimral. Sehr, sehr cooles. Moment, groß natürlich. Heavensward. Thema. Review kommt auf YouTube. Sehr schön. Ja, cool. Gucken wir uns auf jeden Fall wieder runter. Hier, mitten rein am besten. Schönen Ausblick auf Rochefort, Estivien und Aymeric. Sehr cool. Ja, also abschließend zu sagen, sehr cooles Haus. Heavensward-Thema, gefällt mir sehr gut. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Kommi freuen. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Wenn ich auch euer Haus besichtigen soll, lasst es mich wissen. Schreibt mir einen Kommentar. Besucht mich auf Twitch oder Instagram. Gern gesehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.